Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ihnen liegt ein gutes Gesetz vor, auf das viele von uns schon lange gewartet haben. Und ich denke, das ist auch eine gute Nachricht für den Unternehmensstandort Deutschland, dass wir heute zum Schluss kommen in dieser Diskussion und dass wir das Gesetz heute verabschieden. Was ist das Ziel? Das Ziel ist die Stärkung junger und innovativer Unternehmen durch die Möglichkeit, neue Investoren aufzunehmen, ohne dadurch die Verluste zu verlieren, sondern dass die Möglichkeit besteht, Verluste, die in frühen Phasen angefallen sind, mit späteren Gewinnen zu verrechnen und dadurch dann Eigenkapital bilden zu können. Und ich denke, genau dieses Ziel können wir auch mit diesem Gesetz erreichen. Wie? Ja, genau. Ich denke auch, es lohnt sich. Wie können wir das erreichen? Wir schaffen ein neues Instrument, nämlich den § 8d im Körperschaftssteuergesetz, der sozusagen eine Art neues Gebäude eröffnet und den Unternehmen die Möglichkeit gibt, auf Antrag von dem Gebäude des bisherigen 8c in dieses neue Gebäude des 8d zu wechseln und damit eben die Verluste, die bisher angefallen sind, mit zukünftigen Gewinnen verrechnen zu können, wie ich das eben schon ausgeführt habe. Dazu müssen die Unternehmen entweder neu sein oder den Geschäftsbetrieb, den sie haben, bereits seit 3 Jahren geführt haben. Damit wollen wir verhindern, dass nicht irgendwelche alten Verluste aus irgendwelchen Geschäftsbetrieben, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, auch noch mitverrechnet werden können. Und ich denke, diese Möglichkeit, das so zu lösen mit diesem neuen Gebäude, ist wirklich eine sehr gute Idee. Und wer immer die im BMF hatte, dem müssen wir herzlich danken dafür. Und aus dem Finanzministerium NRW. Normalerweise sind es ja nicht Einzelne, die solche Ideen generieren, sondern sie werden sozusagen in einem Dialog entwickelt und dann eben auch zu Papier gebracht, was dann immer noch eine besondere Leistung darstellt. Was heißt das? Geschäftsbetrieb. Das heißt, dass dieser Geschäftsbetrieb natürlich bestimmte Anforderungen erfüllen muss. Er darf nicht ruhend gestellt werden, er darf keiner anderen Zweckbestimmung zugeführt werden. Es darf kein zusätzlicher Geschäftsbetrieb aufgenommen werden, er darf keine Beteiligung an Mitunternehmerschaften eingehen und er darf keine Werte übertragen zu einem geringeren als dem gemeinen Wert. Warum ist das alles so? Das klingt kompliziert. Das ist so, damit wir eben vermeiden, dass irgendwelche Verluste aus anderen Geschäften, die vielleicht auch da sind, mit in diesen 8D hineinwandern. Und so wollen wir Verluste eindämmen, die früher durch Mantelkäufe, indem man eben eine Gesellschaft kauft, die einfach nur Verluste hat, aber gar keinen Geschäftsbetrieb mehr hat, einfach nur diese GmbH kauft und diese Verluste nutzt, um dann damit irgendwas ganz anderes zu machen. Das wollen wir verhindern und damit natürlich auch Steuerverluste eindämmen. Wir haben lange darüber diskutiert, was bedeutet eigentlich Geschäftsbetrieb und was bedeutet es, diesen fortzuführen. Wie attraktiv ist eigentlich dieser neue 8D für junge Unternehmen? Die jungen Unternehmen selber haben uns in der Anhörung gesagt, es wäre überfällig, dass das kommt. Denn die Großen können natürlich Verluste aus ihrem Geschäftsbetrieb schon immer innerhalb des Unternehmens mit Gewinnen verrechnen. Kleine Unternehmen und junge Unternehmen können das eben nicht. Und insofern haben wir, glaube ich, auch damit ein Tor aufgeschlagen für diese jungen Unternehmen, um ihnen neue Möglichkeiten zu eröffnen, neue Investoren aufzunehmen. Und das ist eben genau der wichtigste Aspekt. Wir haben dann diskutiert, auch mit dem BMF, lange auch in den Berichterstattergesprächen, okay, natürlich ist es bei jungen Unternehmen so, dass der Geschäftsbetrieb nicht ganz gerade ausläuft, sondern es gibt immer auch Veränderungen, weil am Anfang hat man eine Idee, mit der man beginnt, diese verändert sich dann leicht. Und diese Veränderung muss und wird auch möglich sein. Aber die Unternehmensidentität darf eben nicht geändert werden. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Merkmal, an das man sich halten sollte. Die Grünen werden sich ja wohl kraftvoll enthalten, leider, obwohl wir lange darüber diskutiert haben. Sie sind der Meinung, das ist eigentlich zu eng. Da kann man auch drüber reden. Also man sollte das breiter fassen. Die Linken stimmen ja dagegen. Denen ist es viel zu breit wiederum. Also insofern sieht man auch, die Diskussion ist durchaus unterschiedlich. Insofern denke ich, dass wir jetzt insgesamt einen guten Kompromiss gefunden haben, den wir jetzt auch in die Tat umsetzen wollten, um endlich damit loszufahren. Es gibt noch das Thema der EU-Konformität. Auch das haben wir natürlich intensiv diskutiert.
Wir haben keinen Komfortletter bekommen, oder das BMF oder BMW hat keinen Komfortletter bekommen. Insofern gibt es ein gewisses Risiko. Wir denken aber, das Risiko ist vertretbar, denn diese Klausel, diese 8D, geht grundsätzlich für alle Unternehmen. Und es ist auch ein Bestreben, ein formelles Bestreben der EU-Kommission, dass gerade junge Wachstumsunternehmen durch alle möglichen Maßnahmen gestärkt werden. Und genau dem tragen wir ja mit diesem Gesetz Rechnung. Also setzen wir es auch ohne Vorbehalt in Kraft. Und ich denke, das ist auch gut so. Ganz zum Schluss noch 4 kurze Aspekte. Erstens, Wirkung zum 01.01.2016 hat den Vorteil, dass auch alle Anteilsübertragungen schon in diesem Jahr mit eingehen. Zweiter Punkt, Evaluierung nach 3 Jahren, werden wir uns das nochmal angucken und auch schauen, wie attraktiv ist denn das Gesetz nun wirklich, wie viele Anträge wurden denn gestellt, müssen wir vielleicht nochmal nachjustieren. Und der dritte Punkt, den ich noch machen wollte, die Kommunalpolitiker gucken ja immer besonders auf ihre Zahlen, 235 Millionen Steuerausfälle bei den Kommunen steht in dieser kleinen Tabelle. Dabei, denke ich, muss man nur immer gucken, welche Kommunen trifft es denn da. Das sind natürlich die Kommunen, wo junge Wachstumsunternehmen da sind, die neue Investoren finden und damit ja in den 8D eintreten. Das ist also nicht die Kommune, die vielleicht sowieso finanziell extrem unter Druck steht, sondern das sind in der Regel Kommunen, die eben Gewerbebetriebe haben, die Körperschaften haben, die überhaupt in die Lage versetzt werden, diesen neuen Paragraphen anzuwenden. Und der 4. und letzte Punkt, ein herzliches Dankeschön an allen, die daran mitgewirkt haben. Heinz Riesenhuber hatte heute nicht nur Geburtstag, sondern ich denke, er ist auch einer der Väter, ich sage mal zumindest des Antriebs dieses Gesetzes. Aber insbesondere gilt der Dank an das BMF, an die Mitarbeiter, Herr Dr. Meister, an Sie, aber auch an das BMW, die Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums und auch an Helge Braun im Bundeskanzleramt, der auch das Ganze positiv koordiniert hat. Denn am Ende ist was Gutes rausgekommen. Insofern möchte ich Sie bitten, ein positives Zeichen zu setzen und diesem guten Gesetz zuzustimmen. Herzlichen Dank. Als nächster Redner spricht Richard Pitterle für die Fraktion Die Linke.